Es sieht gut aus im Schüler-A-Doppelfinale für Sebastian Ott und Alex Markowski vom TV Jan Schweiner und Nürnberg. Im fünften Satz führen sie und das in der Stellung, in der sie jeweils die Sätze ziemlich sicher gewonnen haben. Aber das geht sehr schnell in einem fünften Satz. 5-2 haben sie sogar in der Stellung geführt, in der sie noch keinen Satz gewonnen haben. Und jetzt dank eines glücklichen Netzrollerballs wenigstens noch die 8-6-Führung. Ängstlicher Ball von Markowski. Jawohl! Ach, so. Super, klasse, komm on. Nein, nach der hohen Führung viel zu passiv geworden, die Jungs vom TV Jan Schweiner und Nürnberg. Und dementsprechend ist das Spiel noch gekippt.